Warte mal, kann ich jetzt den kleinen Jungen damit ärgern? Ich weiß, es ist gemein, aber vielleicht geht's ja. Das wäre cool. Das Ding wird... Ich muss ihn irgendwie... Ich glaube. Was kann ich mit einem vollgesaugten Schwamm machen? Kann ich... Ich weiß es nicht. Ein Schuss in die... Das Ding wird... Kann ich den Hund damit mobben? Oh, ich hab keinen Plan, Leute. Geht schön. Ne? Das Ding wird... Schwer. Das heißt schwer. Ist halt... Also, es schließt sich jetzt für mich kein logischer Weg, irgendwas zu machen. Also, ich weiß ja, was ich machen muss, was ich schaffen muss. Da, oh, hell vielleicht. Warte mal. So, wisst ihr? Ich brauche die Münze und das Kaugummi und so weiter. Für irgendwas, aber... Ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich an die Münze oder so rankomme. Das Ding will doch... Wieso geht das denn nicht? Kann ich Charlie damit mobben? Das Ding... Nee. Das ist... Was würde den Sinn ergeben mit dem nassen Schwamm? Ich glaube nichts, oder? Plutonium? Feuerlöscher? Damit... Verkehrskegel? Das muss... Okay, jetzt geht mir hell langsam auch auf den Sack. Ich kombiniere jetzt nochmal alles mit allem, Leute. Also alles Wichtige mit allem. So, die Zeitung zum Beispiel lasse ich in Ruhe, weil die brauchen wir nicht. Okay. Dann den Kleber. Das hatte ich ja schon alles, ne? Nur noch nicht damit und nicht mit dem Schwamm. Das ist ein... Ja, eigentlich muss ich nur Schwamm und so nochmal neu kombinieren, oder? Weil das ist ja das, was ich noch nicht hatte. Schwamm und Magnet. Das. Damit. Das. Er. Er. Ich bin. Er. Es. Er. Ja. Muss ich. Das ist... Komm schon. Ich glaube. Ups, nein. Das... Was könnte ich denn... Der Schwamm, wofür könnte der Schwamm denn nützlich sein, so? Habe ich irgendwas, um den, ich sag jetzt mal, wie zum Beispiel steinhart werden lassen oder so? Nicht steinhart, aber so Schlamm-Lehm-mäßig oder so, dass ich den so hinkriege. Damit ich den... Na, ich brauche das Kaugummi wahrscheinlich, um den Abdruck von der Dings hier zu machen, ne? Das Ding wird... Ich glaube, das würde... Nee. Ah, er hat sich gerade bewegt. Ich dachte so, oh, jetzt habe ich's. Willst du Baseball? Glaube kaum. Wie komme ich denn eigentlich an Süßigkeiten, Leute? An Süßigkeiten brauche ich ja nicht, ne? Oh, ich bin echt verwirrt.
Kann ich dem kleinen Jungen den Baseball geben? Hab ich den? Kann ich den? Ich kann den Ballon. Dafür brauche ich die Nagelpistole. Oder? Wahrscheinlich. Da kann ich den mit dem Laser anschießen. Ich benutze den Laser nicht damit. Das wäre einfach nicht richtig. Mann. Mann. Das ist eine Partytröte. Warum? Weiß ich nicht. Was kann ich denn eigentlich mit der Partytröte machen? Also jetzt mal im Ernst. Also ich muss Bob irgendwie mobben oder so. Das Ding wird... Kann ich das vielleicht... Das ist... ins Maßband oder... den Nagel? Nein. Kann ich das festkleben? Das muss... Nein. Das muss... Kann ich mit dem... Nein, den Magneten hatte ich schon ausprobiert. Kann ich... Das ist... Nein, das geht nicht. Das ist... Kann ich vielleicht das Maßband irgendwie verändern, indem ich da Ducktape ranklatsch? Muss ich gar nicht. Nee, muss ich gar nicht. Ja, doch, musst du. Nee, hatte ich auch nichts Krasses mehr. Den Van und so, wow. Die Kiste lasse ich da. Bei meinen letzten... Dö. In der Seitenstraße war ja auch nichts mehr. Ich guck gleich... Bei Matt habe ich auch nichts mehr, glaube ich. Geh nochmal zur Seitenstraße, vielleicht kann ich ja mit dem Penner nochmal reden irgendwie. Oder kann ich hier noch irgendwas machen? Hier ist ein Rohr. So stark. Das Rohrleitungssystem des... Ich hab keine Zeit. Das Rohrleitungssystem des Gebäudes, ja. Ich kann da nicht hochklettern, ne? Hat er ja gerade gesagt. So stark bin ich nicht. Ja. Oh Leute, ich bin ein wenig verwirrt. Ein wenig verwirrt und so. Hey, was geht ab, Kumpel? Frage, habe ich hier vielleicht meinen Nagellack liegen lassen? Ich habe halt dieses Vorstellungsgespräch heute und weißt du... Vergiss es. Was? Hast du schon entschieden, weil du... Was? Hast du dich schon entschieden... Hast du schon entschieden, weil du dich ins Jenseits befördern willst? Was? Ich meine, wenn du es wirklich durchziehst. Also da steht wahrscheinlich wann, oder? Oder wie? Ich weiß nicht. Was ist denn so wichtig an Sally, dass du es nicht mal mir sagen kannst? Bist du sicher, dass du nicht noch ein paar Biere zwischen gehen willst? Was ist denn so wichtig an Sally, dass du es nicht mal mir sagen kannst? Das ist Pärchenkram, Randall. Ich muss ihr Sachen gestehen. Das stimmt. Das musst du. Also bitte mach nichts Dämliches, bis sie hier ist. Ich hol den Scheißring zurück. Klar. Du klingst nicht gerade überzeugt, aber für mich reicht's. Hast du schon entschieden, wie du dich ins Jenseits befördern willst? Ich meine, wenn du das wirklich durchziehst... Tja, ich denke über viele Möglichkeiten nach. Erst dachte ich an Einfrieren. Weißt du, auf die Weise sehe ich vielleicht eine Zukunft... Eine Zukunft, wo die Maschinen die Kontrolle haben. Ja, klar. Aber ich habe wohl gestern den Kühlomatik offen stehen lassen, weil heute Morgen war der offen und ich hatte eine Eisbahn in der Küche. Oh, cool. Wie gruselig. Vielleicht waren das Geister. Vielleicht. Weißt du, wegen der ganzen Scheiße glaube ich wieder an sowas. Und das ist auch gut so. Ist es? Ja. Ich habe eine Liste mit Pros und Kontras für den Selbstmord. Und jetzt, wo ich wieder an Geister glaube, habe ich auch ein neues Pro. Klingt vollkommen logisch. Dann dachte ich daran, mich mit irgendeinem anderen Küchengerät zu killen. Aber meine ganzen Wondermatic-Apparate sind im Arsch. Der Ofen, der Mixer und jetzt der Kühlschrank. Langsam glaube ich, die Firma ist gar nicht so toll, wie ich anfangs dachte. Und deswegen liegen so viele scharfe und spitze Gegenstände auf deinem Tisch? Genau. Oldschool ist immer noch am besten. Naja. Ich habe alles da. Aber ich weiß nicht so recht. Der Korkenzieher ist ziemlich cool, aber ich glaube nicht, dass das wirklich praktisch wäre. Dann habe ich noch einen Eispickel. Der hat, wie soll ich sagen,
eine ziemlich sexy Aura. Sexy Aura? Ja, muss ich immer an Basic Instinct denken. Was? Nichts. Ich glaube nur nicht, dass hier eine heiße Blondine ohne Höschen reinkommen wird und auf dich einsticht. Und mal ganz ehrlich, ohne das ist es nicht so sexy. Oh, musst du immer so auf meinen Träumen rumtrampeln? Was hast du denn noch so in petto? Tja, diese Messer, die gar nicht mal so scharf sind. Und die Flasche. Die könnte ich ja zerschlagen und mir den Hals mit einer Scherbe aufschlitzen oder so. Mann, dein Selbstmordplan ist ein Rohrkrepierer. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber wenn ich die Schere finde, ist das Problem erledigt. Erzähl weiter. Ganz einfach. Ich steche mir damit in den Kopf, so heftig es geht, und dann rühre ich so lange rum, bis mein Gehirn zu den Ohren und zur Nase rauskommt. Und dann hacke ich mir wie wild in den Augen rum. Oh, Matt, hör auf, lass es. Mir wird schlecht. Scheiße, Mann, das ist echt übel. Übel, aber effizient. Was hast du erwartet? Die Welt ist grausam. Ich weiß, Kumpel, aber wie steht's mit deiner Lebenslust? Du weißt schon, Sonnenaufgänge, niedliche kleine Tiere, Ampeln. Ich weiß genau, du magst sie. Und natürlich Sally. Sally ist dein Treibstoff. Fast so sehr wie Bier. Oh. Oder fast. Hey, das mit dem Treibstoff bringt mich auf eine Idee. Was? Okay, nein. Vergiss den Treibstoff, Mann. Bei lebendigem Leibe verbrennen muss echt übel sein. Oh, okay, jetzt bringst du mich schon wieder auf eine Idee. Ich sag ja, Randall, die Welt ist echt grausam. Bist du sicher, dass du nicht doch noch ein paar Biere zischen gehen willst? Ganz sicher. Wenn ich noch mehr saufe, vergesse ich vielleicht, was ich vorhatte. Oder dass ich überhaupt was vorhatte. Und echt, ich habe viel zu viel Zeit dafür aufgebracht, als dass ich jetzt einen Rückzieher machen könnte. Okay, das sind ja mal überzeugende und gute Argumente. Also du willst sagen, dass ich absolut nichts tun kann, deine Meinung zu ändern? Tut mir leid, Kumpel. Heute nicht. Okay, aber wenn du es wirklich machst, denk drüber nach, was in dem Abschiedsbrief stehen soll. Ich komme da immer ein bisschen schlecht bei weg und Sergeant Kramer wird dann sauer und beschimpft mich dann immer. Mann, wovon redest du? Nichts. Stimmen in meinem Kopf. Tja, Mann, muss los. Genieß dein Leben, mein Freund. Bald werde ich nicht mehr da sein. Oh, scheiße, Matt. Jetzt lass das doch endlich. Okay. Ich komm nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Das Ding will doch... das? Nee, ich komm da ja nirgends hin, ne? Ich komme auch nicht in Randalls Wohnung. Das ist halt auch ein großes Problem. Weil Marconi die ganze Zeit da rumchillt. Ja, Mann. Verdammter Marconi. Jetzt komme ich nicht in meine Wohnung. Der ist klatschnass. Was kann ich denn? Ach. Der guckt die ganze Zeit hierher. Bananenschale kann ich auch nicht nehmen, ne? Nee. Ich will heute. Und wenn ich das. Wir haben hier nichts. Nicht der richtige Zeit. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nee. Toilette, Urinal und so. Mir ist gerade. Kondomautomat. Nützt gar nichts, wenn ich's mit meinen. Das ist ein. Nein, das ist nicht dumm. Kann ich da nicht irgendwas reinpacken? Das muss nicht. Doch, das muss geklebt werden. Ja. Nee. Es. Oh, kann ich da? Warte mal. Muss ich gar. Oh.
Mann. Warum kann ich die Tröte denn da nicht reinpacken oder so? Ich meine, ich kann hier ja reinschreien, theoretisch. Ne? Also reinschreien tut er ja. Das Ding. Aber. Ich. Er macht halt nichts anderes mit dem Rohr. Das. Er haut da nichts gegen oder so. Nee. Er benutzt nichts mit dem Rohr. Er versucht nicht mit dem Feuerlöscher oder irgendwas selbst gebaut. Mit der Tröte hier zum Beispiel, wisst ihr? Nur eine Partytröte. Warum? Warum nicht? Muss ihn halt irgendwie ablenken. Dass ich da in die Kiste hüpfen kann. Ich weiß nur nicht wie. Also hier habe ich definitiv erstmal nichts mehr zu tun. Bei Mels Pfandleihe, da hätte ich halt... Na, da würde bestimmt noch irgendwas gehen. Kann ich mit dem Magneten... Ja. Im Blech? Nee. Das? Hier habe ich Schaufenster, Rollladen und so ein Hydrant. Ich denke... Kann ich den Hydrant irgendwie kaputt machen? Ja. Ich glaube nicht, damit will ich den Feuer... Manchmal juckt es mich echt nur um zu sehen oder einfach... Hierfür brauche ich halt, ja, irgendwas, was ich damit nutzen kann, den Laser. Ich benutze den Laser. Oder mit ihm hier, was könnte ich... Was? Ich werde... Mein Rohr. Ist da nicht? Nee, okay. Nee. Ich glaub nicht. Leute. warte mal. Kann ich vielleicht doch jetzt mittlerweile zu Amazon Express rein? Ich weiß nicht. Nein, kann ich nicht. Hier ist ja auch nichts mehr, ne? Schaufenster, ja, wow. Ja, nicht. So, bei Charlies Comics konnte ich jetzt auch nichts mehr machen. Charlie ist verzweifelt. Eigentlich muss er... Was hat er gesagt? Feuer legen oder so, ne? Sehe ich wieder Zeit? Ja. Ah, Leute. Ich weiß es nicht. Kann ich die Partytröte mit Teil benutzen? Nein, kann ich nicht. Glaube... Ja, ich hab hier auch nichts mehr, ne? Nee. Kann ich... Duct Tape? Das? Nein. Kann ich vielleicht doch den Schraubenschlüssel wieder mitnehmen? Wenn du mit dem Schraubenzieher fertig bist, kann ich ihn dann haben? Ach, mach was du willst, Mann. Ich brauch ihn nicht mehr. Okay. Ich hab jetzt wieder einen Schraubenzieher. Das muss nicht. Was kann ich mit dem machen? Kann ich mir irgendwas damit bauen? Ich glaube nicht. Konnte ich damit irgendwas aufschrauben oder so? Hatte ich da irgendwas? Bei Mad nicht, bei der Sci-Fi-Con nicht, nein. Bei... Vielleicht doch bei Charlie? Ugh. Vielleicht kann ich ja den Torx-Schraubenzieher mit Hell benutzen. Nee. Okay, das funktioniert auch nicht.